Wir melden uns aus dem Heimstadion von Fortuna Düsseldorf zum dritten Spieltag unseres IGA-Teams / 1860 München. Heute mal wieder ein Auswärtsspiel. Wie gesagt, Fortuna Düsseldorf trifft auf die Münchner Löwen. 1860 mit einem ganz soliden Saisonstart, ein Unentschieden, ein Sieg. Die Düsseldorfer sind mit 2 Unentschieden in die Saison gestartet. Also jetzt nicht großartig katastrophal, aber auch nicht unglaublich gut. Ein Sieg wäre dementsprechend ganz schön wichtig für die Herrschaften aus Düsseldorf. Die Mannschaft nimmt hier gerade noch Aufstellung, bevor es dann in wenigen Momenten losgeht. Hier sehen wir die Aufstellung von Fortuna Düsseldorf. Im Tor steht Lars Unnerstall. 4-2-3-1. Das System. Aufpasst vielleicht auf den Zehner Michael Lindl. Was präsentieren uns die Münchner Löwen? Ein paar kleine Änderungen. Ich sehe zum Beispiel Sebastian Deixler. Und neues System. 4-3-3 kann man sagen. Mit Van Douglas ein bisschen defensiver. Man probiert also was Neues. Diesmal weg vom 4-4-2 in ein 4-3-3. Mal schauen, ob es funktioniert. Trainer wird sich da schon was gedacht haben. Paul Heimann. Und los geht's. Ballbesitz mal für die Münchner Löwen. Ball zirkuliert er mal hinten in der Abwehrreihe. Daisuke. Götz. Startelfdebüt, Sigmann, Deixler, Van Douglas und Anhang. Und der schickt da gleich mal Vance Zigovic auf die Reise. Aber der ist ein bisschen zu langsam. Ist ein bisschen zu langsam, kann ihn nicht erlaufen. Deswegen Ballbesitz für die Düsseldorfer. Angriff über die rechte Seite, Beitzer. Ja, wird da gestoppt von Deixler, was? Gutes Einsteigen von Sascha Deixler. Aber immer noch Ballbesitz für die Hausherren. Van Douglas geht dazwischen. Und jetzt schickt er mal Anhan auf die Reise. 5 Minuten sind gespielt. Matze Anhan. Probiert er selber oder legt ab? Er probiert selber. Fußabwehr Unnerstall. Ah, hätte er vielleicht auch rüberlegen können. Hat sich fürs Schießen entschieden. Schauen wir mal. Ja. Ja. Erster Versuch. Gibt immerhin eine Ecke. Die treten wir jetzt hier von Christian Sigmann. Schauen wir mal, ob die was einbringt. Kopfballchance, Unnerstall. Ganz sicher der ehemalige Schalke-Torhüter. Anhang, wieder über die rechte Seite. De Los Santos, Edwards. Der versucht, De Los Santos nochmal auf die Reise zu schicken. Das misslingt. Und deswegen wieder die Hausherren im Ball. Besitz. Sergio Pinto. Axel Bellinghausen. Benchop. Schießt Grünwald. Und nicht ganz sichere Parade. Da hat das erstmal unsicher gewirkt, so wirklich in dieser Saison. Sepp Grünwald. Und sie kriegen den Ball nicht raus. Michi Lindl. Pinto. So ein bisschen allein. Benchop wird von der Abwehr geblockt. Van Douglas, Deixler, Götz. Über die linke Seite jetzt ein Befreiungsschlag. De Los Santos. Ah, wird da gestoppt. Ja, auf 15 Minuten gespielt. Erstes Fazit. Die Düsseldorfer sind häufiger im Ballbesitz. Hatten auch schon eine ganz gute Chance. Die Münchner Löwen allerdings auch. Daisuke. Wanze Zigovic. Deixler legt nach hinten auf Van Douglas. Marc de Los Santos. Der schickt an Hahn. Und der hat Platz. Der hat Platz. Was macht er? Versucht nach innen zu ziehen. Ja, das versucht nicht. Das macht er auch. Legt ab. Allerdings, das war zu offensichtlich. Ball ist wieder. Ah, sie haben ihn wieder. Sigmann. Legt zurück auf Leitner. Sicherer Pass. Der verliert den Ball, gibt aber immerhin noch Einwurf für die Gäste. Hier haben wir nochmal Leitner. Van Douglas wird ein bisschen in die Zange genommen. Aber alles fair, alles korrekt.
Michi Lindl. Sucht an Anspielstation, findet Benchop. Den lassen sie relativ allein da laufen. Van Douglas, er legt sich da jetzt in den Weg. Sprichwörtlich. Weizer. Benchop. Bellinghausen. Jetzt formieren sie sich da um den 16er der Löwen. Und da dringen sie ein. Bellinghausen schießt allerdings daneben. Schauen wir mal, wie knapp war das wirklich. Ja, aus der Kamera ziemlich knapp. Eine andere Einspielung bekommen wir jetzt leider nicht, um das endgültig festzustellen. Aber es ist, wie es ist. Die Löwen können das 0-0 noch halten. Ja, aber wieder Fortuna Düsseldorf. Also die sind wesentlich besser jetzt im Spiel. Auch wenn der jetzt Daisuke eigentlich gut aufpasst, aber Benchop kriegt den Ball wieder, legt nach hinten auf Schauerte. Gut gemacht, no look. Götz. Zweites Bundesliga-Debüt für ihn heute. Edwards, Van Douglas. An Hahn. Ah, hat er zu lang gewartet. Hat er zu lang gewartet. Jetzt aber vielleicht. Luis Edwards wird da weggeschubst. Für ein Foul ist es zu wenig. Halbe Stunde gespielt. Bisher kann dieses neue 4-3-3 noch nicht wirklich überzeugen. Aber die Düsseldorfer sind auch gut im Spiel. Ich würde sogar sagen, wesentlich besser im Spiel als die Gäste aus München. Michi Lindl. Wird geblockt, der Pass. Ergibt sich das vielleicht eine Konterchance? Schauen wir mal. Van Douglas. Zigovic. Und der schickt Zigmann. Das war aber abseits. Schauen wir mal, ob das Schiedsrichtergespann da recht hat. Ja. Eindeutiges Abseits. Zu Recht abgepfiffen. Schickmann wird da weggeschubst, aber kann sich behaupten. Jetzt hat er Platz. Jetzt hat er ein bisschen Platz. Wird er jetzt bedrängt von Soares. Kommt vorbei an den beiden. Zieht nach innen. Rutscht aus und Tor. Rutscht ein bisschen aus bei dem Schuss, aber pfeifegal. Drin ist er trotzdem. Ein bisschen gegen den Spielverlauf, würde ich sagen. 1:0. Für 1860 München. Torschütze der Kapitän mit der Nummer 24, Christian Siegmann. Ja, Unnerstall ärgert sich da ein bisschen. Schauen wir doch mal. Hat die beiden da ganz einfach ausspielen können. Dann rutscht er da weg und trifft mit dem rechten Schlappen trotzdem noch den Ball gut genug. Und der senkt sich genau ins Tor. War ein bisschen Glück dabei. Aber Glück muss man auch manchmal haben. Kurz vor Ende der ersten Hälfte, 39. Spielminute, erstes Bundesligator, zweites Bundesligator. Wir sind ja noch nicht im Oberhaus der Belletage des deutschen Fußballs. Aber das war wichtig. Bisschen gegen den Spielverlauf. Düsseldorf hat immer besser ins Spiel gefunden. Aber dann kommt das Tor doch auf der anderen Seite. Pinto. Ja, man hat ja noch Zeit. Man hat noch Zeit, es auszubessern. Da war jetzt ein Foulspiel. Gibt das jetzt auch eine... Ja, das gibt eine gelbe Karte für Steven Van Douglas. Das war ein bisschen überfällig, dass der noch ohne gelben Karten war in den ersten drei... zweieinhalb Spielen. War ein mittleres Wunder. Ja, jetzt gibt es eine Freistoßchance. Ja, weit weg. Also es ist keine unmittelbare Gefahr, aber wenn man den so halb hoch in den 16er reinbringt, irgendwie mit dem Kopf verlängert, kann das schon gefährlich werden. Schauen wir mal. Pinto. Ja, zu weit. Grünwald hat ihn. Wirft ab auf Götz. Der ersetzt Suttner, aber der Ball ging ins Nirgendwo. Jetzt nähern wir uns langsam dem Ende der ersten Hälfte. Wir werden jetzt wahrscheinlich noch maximal einen Angriff miterleben. Und den führen die Düsseldorfer aus. Benchop, Grünwald. Ah!
Meine Güte. Grünwald, irgendwie entschärft. War er das, ne? Das war Daisuke. Daisuke hat da geklärt. Ganz wichtig. Jetzt noch ein Eckball. Und dann wird es das wohl gewesen sein in der ersten Hälfte. Götz steht am ersten Pfosten. Michi Lindl und er ist drin. 1:1. Torschütze. Wie auf der anderen Seite ein Österreicher. Michi Lindl. Schauen wir uns das nochmal an. Ja, gewinnt das ein Kopfballduell gegen Götz. Und es steht 1:1. Verdienter Ausgleich. Das muss ich schon an der Stelle sagen. Düsseldorf gefällt mir wesentlich besser in dem Spiel. Und Michi Lindl sagt, Dankeschön. Hüben wie drüben trifft ein Österreicher. 1:1. Wir fangen also wieder im Unentschieden an. Blöder Zeitpunkt natürlich für die Löwen. Oh je, jetzt da vielleicht noch ein Angriff. Schiedsrichter lässt dann noch spielen. Erath. Na, das wäre es jetzt natürlich. Ein Doppelschlag direkt vor der Pause. Das wäre ein Moralkiller. Schauerte. Lindl, der Torschütze, legt raus auf Erath. Wieder Michi Lindl. Flanke. Ah, kommt nicht durch und jetzt wird abgepfiffen. Es geht mit einem Unentschieden in Form eines 1:1 in die Pause. Düsseldorf ist besser. Aber 1860 hat als erster getroffen. Hat ihnen nur nicht viel gebracht, weil Postwende in der 45. Minute der Ausgleich durch Michi Lindl, der vom WRC aus Österreich gekommen ist. Und jetzt gibt es hier einen Wechsel auf der Seite von 1860 anhand geht und für ihn kommt Dominik Röken. Also ein positionstreuer Wechsel. Mal schauen, ob er frische Impulse bringen kann. Anhan war recht umtriebig auf der rechten Seite. Lindl. Uiuiui. Schweizer Käseabwehr da hinten. Aber geht nochmal gut. Geht nochmal gut. Hier sehen wir nochmal sein Kopfballtor. Ja, da muss man aber auch ein bisschen vielleicht Grünwald da in die Kritik nehmen, dass er da, obwohl da zwei, drei Spieler bei Lindl sind, ist er trotzdem rauskommt. Ich behaupte mal, wenn er auf der Linie bleibt, kann er den Ball rausfischen. Aber ist passiert. Sonst ist er im Großen und Ganzen ein sicherer Rückhalt für die Bayern von 1860. Van Douglas verliert den Ball dabei wieder. Ja, sie sind nervös, sie sind unsicher. Das hatten sie in der 2. Uiuiui, gefährlich! Da macht jemand einen Ausfallschritt ins Leere. Habe jetzt nicht gesehen können, wer es war. Glaub, es war Leitner. Ja, es war Leitner. Und dann der Kopfball. Grünwald ist da noch dran. Ich glaube, der hätte sich sonst gesenkt. Und es gibt wieder eine Ecke. Vorsicht, daraus ist der Ausgleich entstanden. Da hatten wir jetzt ein kleines technisches Problem. Wieder die Düsseldorfer im Angriff. Grünwald. So, die Technik ist ein Hund. Aber da sind wir wieder. Aber geändert hat sich nichts. 1860 ist im Hintertreffen. Ich glaube, das war jetzt ein Abseitspfiff. Fragezeichen. Ja, eindeutiges Abseits. Eindeutiges Abseits. Und da gibt es jetzt einen Wechsel. Fink für Baezza. Und 1860 setzt auf Offensive. Sascha Deixler geht. Ein zentraler Spieler. Für ihn kommt Chandler Bo. Ein Stürmer. Also jetzt wieder mit einer
Doppelspitze. Schauen wir mal, ob die Impulse funktionieren, die sich da die beiden Teams vorstellen aufgrund ihrer beiden Wechsel. 60. Minute ist vorbei. Oder läuft gerade praktisch. Und immer noch die Düsseldorfer. 1860 im absoluten Hintertreffen gerade. Grünwald hat den Ball. Jetzt vielleicht mal ein Entlastungsanpfiff. Boah! Viel zu leichtfertig, dieser Ballverlust vom Franzosen da. Erath, uiuiui, der hat Platz, Grünwald! Ja, jetzt zeigt er langsam, warum er als Nummer 1 in die Saison ging. Hier, Wöms, hat er! Und wieder eine Ecke. Oh, wir sind ja gerade in der Anzeige, dass sich Pinto verletzt hat. Ich hoffe, er kann weiterspielen. Ja, 9 zu 2 Paraden. Auch das spiegelt wieder, wie sehr die Gäste hier im Hintertreffen sind. Aber sie können momentan noch einen Punkt halten. De Los Santos verliert da das Kopfballduell. Bisschen überraschend. Aber, ja, junge Truppe ist eine sehr junge Truppe und so wirklich Druck hatten sie in den ersten zwei Spieltagen nicht wirklich. Das ist das erste Mal, dass die Mannschaft von 1860... Ah, das wird jetzt wohl auch eine gelbe Karte geben. Jawohl. Wie gesagt, das ist das erste Mal, dass man so wirklich im Hintertreffen ist in einer Partie. Düsseldorf hat das Zepter klar in der Hand, ist allerdings nicht imstande, das zweite Tor zu erzielen. Grünwald macht da hinten einen sehr, sehr guten Job. Das muss man an der Stelle auch einmal sagen. Jetzt gibt es einen Freistoß. 45 Meter etwa, 40. Also keine direkte Gefahr. Schauen wir mal. Ja, da haben sie noch den Ball. Michi Lindl. Bringt er den rein, legt er nach hinten, legt nach hinten auf Schmitz. Der wieder auf Lindl. Der ist jetzt sozusagen die Schaltstelle. Nicht umsonst das Tor erzielt. Und es gibt mal wieder eine Ecke für die Düsseldorfer. Jetzt muss auch Benchop gehen. Für ihn kommt Jimmy Hoffer. Erwin Hoffer. Spitzname Jimmy. Mal schauen, ob er dem Spiel eine Wendung geben kann. Wie Michi Lindl, auch eher Österreicher. Also jetzt da vorne doppelte rot-weiß-rote Kraft. Mal schauen, ob er Benchop da positiv ersetzen kann. Der eigentlich ganz brav gespielt hat, allerdings nicht getroffen hat. De Los Santos, das ist nicht der ultimative Konterstürmer. Röcken. Van Douglas Edwards. Röcken wird jetzt angespielt. Ja, wird angespielt. Bringt die Flanke an den Fünfer. Oh. Ui, gute Parade und das segelt. Magda Santos nur haarscharf am Ball vorbei. Ja, so schnell kann es dann gehen. Da hat man dann plötzlich nach so 20, 30 Minuten offensiver Eiszeit also eine ganz, ganz gute Chance. Und wenn dann Magda Santos nicht vorbei segelt, ist aber auch unglaublich schwer anzunehmen, muss man natürlich sagen an der Stelle, dann kann das plötzlich so schnell gehen. Bellinghausen. Götz muss aufpassen, der hat schon gelb. Geht auch nicht mit der letzten Härte rein. Gentler Bo spielt raus auf Sigmann. Da ist mal ein bisschen Platz. Läuft er? Ja, er läuft. Jetzt hat er Platz. Jetzt hat er Platz. Legt nach hinten auf Gentler Bo. Der schießt. Eieieiei. So viele Chancen werden sie wohl nicht mehr bekommen in dem Spiel. Jetzt ein Wechsel. Der Torschütze geht. Michi Lindl wird durch Bojan Barlow ersetzt. Brav gespielt, Michi Lindl. Sehr gut. Tor erzielt.
Schaltstelle. Und jetzt will es auch 1860 wissen. ZM geht, Stürmer kommt. Also jetzt hat man drei nominelle Stürmer für die letzten 5 Minuten. Dazu mit Sigmann und Röken zwei Außenspieler, die alles andere als defensiv sind. Also das kann nach hinten gehen. Man will sich mit dem Punkt allerdings nicht zufrieden geben. Hier haben wir den neuen Mann, Bojan Palo. Aber eine Einstellung, die mir imponiert. Man spielt auf Sieg, man möchte die Punkte mitnehmen. Hoffa. Immer noch Hoffa. Bringt den rein, Leitner blockt. So, Röken. Ah, kann den Ball nicht ganz annehmen, hat ihn aber noch. Jetzt schickt der Marco de los Santos auf die Reise. Was macht er? Was macht der Unnerstall hält? Lars Unnerstall hier. Gibt noch einmal Eckball. Vielleicht die letzte Chance in diesem Spiel. Schauen wir mal. Ah, keine gute Ecke. Aber man hat noch den Ball. Götz, ah, der verspringt. Jetzt vielleicht die Konterchance für Fortuna Düsseldorf. Ah, Erhard macht da ziemlich langsam. Kann da auch nicht mehr viel gelaufen. Aber Bojan Palo vielleicht. Nein, geklärt. Gibt einen Einwurf für die Heimmannschaft. Oh, setzt da gut nach. Bringt ein bisschen Zeit, jetzt muss man eigentlich langsam schon zufrieden sein mit dem Unentschieden aus Münchner Löwen. Seite Düsseldorf wird sie an der Nase fassen müssen, man war die bessere Mannschaft, man hatte deutlich mehr Chancen, hat allerdings nicht das Tor gemacht. Jetzt vielleicht nochmal Schmitz. Ah, Grünwald, ruhig, ruhig. Ja, spielt nochmal ganz schnell raus, aber das ist nichts mehr, das Spiel ist aus. Unentschieden zwischen den beiden Teams. Fortuna Düsseldorf, das bessere Team. Wesentlich mehr Ballbesitz, wesentlich mehr Chancen. Aber 1860 holt sich trotzdem den Punkt. Wir sehen uns das nächste Mal. Nächste Woche. Danke fürs Zusehen und tschüss. Bis bald.